Glarner Landsgemeinde hat einen historischen Entscheid für die Jugend gefällt. Bereits ab 16 dürfen Jugendliche an Turnen. Ein entsprechender JUSO-Antrag ist angenommen worden. Jetzt freut man sich auch bei den Zürcher Jungsozialisten. Sie hoffen, dass der Kanton Zürich bald nachzieht. Doch wie politisch interessiert sind die 16-Jährigen bei uns? Und ist man mit 16 überhaupt schon reif, um einen politischen Entscheid zu fällen? Diesen und weiteren Fragen zum jungen Stimmrecht ist der Michael Lerch nachgegangen. Zürcher Jungsozialisten haben gut lachen. Ist es doch ganz in ihrem Sinn, dass die kleine Bevölkerung an der Landsgemeinde gestern Ja zum Stimm- und Wahlrecht ab 16 gesagt hat. Jetzt soll auch der bevölkerungsreichste Kanton mitziehen. Ich denke, mit 16 muss man schon recht viele schwierige Entscheidungen fällen, die auch für das Berufsleben sehr entscheidend sind. Man hat grosse Verantwortung, man muss lernen, mit Geld umzugehen, hat sein eigenes Konto, seine eigene Nachteilrechnung. Also von dem her sollte man doch Jugendliche auch schon möglichst früh einbeziehen ins politische und gesellschaftliche Leben. Darum haben die JUSO zusammen mit den jungen Grünen schon im Januar im Kantonsrat eine Einzelinitiative eingereicht. Ihre Forderung, Stimmrechtsalter von 18 auf 16 aber setzen. Doch würde die betroffene Bevölkerungsschicht auch wirklich an die Urne gehen? Ich persönlich interessiere mich im Moment noch wenig für Politik und ich denke nicht, dass es viele Jugendliche gibt, die das auch machen. Nein, ich noch nicht, weil ich interessiere mich auch noch nicht so viel für Politik und ich habe eigentlich noch nicht so viel Ahnung. Ich sowieso, ja. Ich freue mich wirklich jetzt schon, wenn ich 18 bin und selber kann sagen, ja, das will ich und das nicht und abstimmen kann. Also ich finde, ich bin genug reif, um das zu machen, aber jetzt mit 16 finde ich schon ein bisschen zu früh. Ich meine, jetzt schon erst den dritten Sek oder so. Skeptisch ist auch der ehemalige Chef der jungen SVP, der Mauro Tuena. Er findet die Initiative von der JUSO nicht gut. Generell sagen wir zu dem Nein. Man muss sehen, man ist nicht einfach so erst mit 18 mündig. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man jetzt ausgerechnet Stimm- und Wahlrechtsalter auf 16 runtertun soll. Zürcher Jungsozialisten sind sich bewusst, dass die Absetzung vom Stimmrechtsalter schwierig wird zum Durchsetzen. Nach dem Jahr von Glarus ist man aber zuversichtlich. Das hat sicher einen Einfluss, wenn Glarus, der ja ein ländlicher Kanton ist, Ja sagt zum Stimmrechtsalter 16, mit doch eigentlich die grossen Kantone mit der Stadt Bern und Zürich fast nachziehen. Da wird es jetzt ja auch in beiden Kantonen diskutiert. Das Ziel soll dank zusätzlicher Lobbyingarbeit erreicht werden. Allerdings hängt die Diskussion bei den politischen Entscheidungsträgern im Kanton Zürich der Aktualität hinterdrein. So hat sich der Kantonsrat gar noch nicht mit der Initiative befasst. Für Tele Zürich, Michael Lerch.